Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr oder was ihr besser nutzt, C4 oder Raketen. Für manche Sachen sind die Sachen besser, für die anderen natürlich die anderen rum. So, wir fangen gleich mal an. Eine Holztür kann man natürlich mit Pfeil und Bogen oder einer Pickaxe, Axt auch kaputt machen. Aber geht natürlich auch mit einer Rakete, wenn man das nötige Geld dazu hat oder Ressourcen, genauer gesagt. Und schon ist die Tür weg. Ein C4 macht ungefähr immer doppelt so viel Schaden wie eine Rakete. Also brauchen wir das hier gar nicht mehr testen. Was jetzt hier auch schon schön zu erkennen ist, der Türrahmen ist auch bis ein Leben kaputt. Also eine Rakete macht auch Flächenschaden auf die umliegenden Bauteile. So. Dann gehen wir gleich weiter zu einer Blechtür. Setzen wir hier einmal ein C4. Warten ab. Die Tür ist weg, wie wir sehen können. Also hat es mindestens 250 Schaden gemacht. Hier, als Vergleich, der Türrahmen ist noch voll in Ordnung. Ist hier Rakete. 27 Leben. Ja, könnte man auch mit einer Keule kaputt machen. Streitkolben, da kriegt man Schaden, aber. Also man kann sagen, ungefähr eine Rakete, Maximum zwei. Genau. Sieht man auch kaputt, natürlich 27. Und der Türrahmen ist wieder beschädigt. So. Hier, wieder ein C4 ran. Aktuell hat die Tür 800 Leben. Jetzt warten wir mal gleich, was danach hat. Und da hat sie noch 360, also wir haben mehr als die Hälfte weggenommen. Wir haben einen Schaden von 440 gemacht. Eine Rakete würde jetzt als Vergleich nicht reichen, weil die würde nur 220 grob rum machen. Also brauchen wir hier noch ein C4. Das heißt, für eine gepanzerte Tür brauchen wir zwei C4. Folglich heraus bräuchten wir vier Raketen. Eins. Zwei. Drei. Und die Tür ist weg. Hier haben wir sogar Ressourcen gespart. Als Vergleich. Hier Türrahmen auch beschädigt. Decke und Wände sind noch in Ordnung. Aber der Türrahmen wird immer mit beschädigt. So. Dann kommen wir zu einer Holzwand. Fangen wir wieder mit C4 an. Da tausche ich hier schon mal die Raketen aus. So. C4 ist egal, ob ihr das an die Ecke platziert oder in die Mitte. Immer der gleiche Fall. Und die Wand ist weg. Jetzt kommt die Rakete. Und ein Leben noch. Also das kann man 100 Pro mit einer Axt kaputt machen. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter reden. So, Steinwand. Brauchen wir mehr als ein C4, das sind zwei C4. Aber als Vergleich lege ich jetzt mal nur eins hin. Blech ist genau das gleiche, das mache ich auch gleich schon mal. Genau, haben wir hier ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte gemacht, brauchen wir noch ein zweites C4. Wie gesagt, der gleiche Fall bei Blech auch. Das wurde nämlich, ja, vor einem halben Monat wurde das gepatcht, dass Blech mehr Leben hatte, weil Blech früher mit einem C4 zerstört werden konnte und jetzt braucht man natürlich auch zwei Stück, wie zu sehen ist. Und auch ist die Wand weg. So. Dann die Steinwand mit Raketen. Eine. Zwei. Drei. Vier. Genau, wie gesagt, das Doppelte. Ich glaube, es ist dunkel geworden hier, komischerweise. Ja. Dann brauchen wir hier auch vier Raketen. Nochmal. Genau. Vier Raketen. Und weg ist die Wand. Genau. Dann zum Gepanzerten. Da brauchen wir mindestens zwei C4, deswegen platzieren wir die gleich mal. Genau. Ziehen wir, dass die Wand noch 230 hat. Also platzieren wir nur noch eins.
genau, 3 C4 für die gepanzerte Wand, also 1 C4 mehr als bei Blech und 1 mehr auch als bei Stein. So. Das heißt, wir brauchen 6 Raketen. Oder 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 34. Leider brauchen wir dann nochmal eine Rakete. Nummer 6. Auch wieder genau das Doppelte wie bei dem C4. So. So, jetzt kommen wir mal zu den hohen Außenwänden. Die sind sehr hart zu knacken, muss man sagen. Also, ich finde sie fast zu billig dafür, dass man so viel C4 braucht. Man braucht für die Wand 7 C4, soweit ich noch weiß. Jetzt platzieren wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann müsste sie noch stehen. Genau, und hat immer noch 340 Leben. Also, platzieren wir mal noch die siebte C4. Genau, jetzt haben wir hier die 75. Das können wir jetzt zum Beispiel. Pickaxe habe ich natürlich auch. Könnten wir jetzt ein paar Schläge, wenn wir ein paar Leute sind, ist die Wand sofort weg. Also, da lohnt sich es wirklich nicht, nochmal C4 zu nutzen. Außer man ist natürlich im Zeit. Not. Aber man kann natürlich davor auch mit der Pickaxe draufhauen. Genau. Raketen brauchen wir dann auch sehr viele. Also 14 Stück bräuchten wir. Können wir jetzt mal machen. 1, 2, 3, 4. Immer noch 700 Leben. 750. 10. Also, viel zu teuer eigentlich, dass man es wirklich mit Raketen kaputt macht. 13. Und dann haben wir noch 54 Leben, sogar ein bisschen weniger als der anderen, 20 weniger rum, aber 14 ist einfach zu viel. So, ich habe jetzt gerade mal ein paar Raketen nachgefüllt, und da ist wieder voll. So, machen wir mal Holzwand, 1500, brauchen wir mindestens mal 3 Stück. Oder? Ich hoffe mal. Genau. Und hat noch 15. Somit können wir da auch das mit der Axt kaputt machen. Bräuchten wir 6 Raketen. 2. 3. 4. Ah, noch viel Leben. Genau. Das gleiche. Auch minimal ein bisschen weniger, aber auch das Doppelte wieder. Also 3 C4, 6 Raketen. So. Jetzt kommen wir zu dem großen Tor. Das hat nämlich 2000 Leben. Als Vergleich eine Steinwand. Hat auch 2000. Also. Das machen wir jetzt nur mal wirklich mit einem, weil sonst dauert das hier zu lange. Machen wir auch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dagegen. Genau, und auch noch 1, 4.
Genau, haben wir auch die 75. Können wir dann auch kaputt machen. Genauso wie die Steinwand. Das gleiche gilt halt dann noch. Brauchen wir hier 14 Raketen. Und dann sind auch noch ein paar Punkte übrig. Holztor, das gleiche. 3, 4, 4, 1, 2, 3. Das hat sogar noch mal mehr Leben, nämlich eine Steinwand, eine Holzpalisadenwand, nämlich nur 1500. Die hat nämlich 2000, also 500 mehr. Also brauchen wir 4 C4. Also zwischen Steinwand und Steintor kein Unterschied, zwischen Holztor und Holzwand sind 500 Unterschied, das Steintor hat mehr. Okay. Ich hoffe, das Video konnte euch ein paar Fragen beantworten und war hilfreich bei Fragen und ja, weiteren Ideen. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Euer Killjumper. Ciao, ciao.